Der SRIO Router, das ist so der erste Entwurf des Schematas. Aber nur ganz kurz vor, wenn man ein Musikinstrument baut, zum Beispiel einen Sampler, dann braucht man dazu einen Mikrocontroller wie diesen hier. Dann schreibt man sein Programm und dann braucht er auch ein User Interface. Das wäre dann dieses hier. Wir haben Schalter, Drehregler, wir haben Ausgänge wie LEDs und Ausgänge wie Displays. Und diese verbinden wir mit einem Kabel. JI89 zum Beispiel, das hier, verbinden wir mit dem Mikrocontrollerboard J89. Somit sind die zwei zusammengehängt und ich kann den Mikrocontroller durch steuern, beziehungsweise steuert der Mikrocontroller die Displays und LEDs. Logisch. Wenn ich zum Beispiel jetzt Platzmangel habe und Geldmangel habe und ich will nur so ein User Interface in meinem Euro-Rack drinnen haben, dieses 10x10 cm, ich will damit aber 8 gleiche Instrumente steuern. Genau, andere sind aber das gleiche User Interface. Ich will 8 CPUs, MCUs, Mikrocontroller steuern, eben diese Kasteln. Dann brauche ich natürlich den JI89 verteilt auf 8-mal durch einen Mikrocontroller. Dazu brauche ich einen Schalter. Und dann haben wir eben Folgendes überlegt, diese Schemata. Nur ganz kurz, die eigentliche Idee ist folgende, dass es einen Taster gibt. Wenn ich auf den Taster drücke, dann gibt es eben einen Schalter, ein Gate, der das verteilt auf mehrere von diesen Cores. Das heißt, ich drücke einen Taster und immer nur einer von diesen Ausgängen ist dann aktiv. Das heißt, das ist ein Counter, der zählt durch. Ich drücke einmal, dann ist der erste aktiv und alle anderen deaktiv. Drücke ich dann nochmal drauf auf diesen Taster, ist der zweite aktiv und alle anderen deaktiv und so weiter. Und diese Signale gebe ich zu einem Gate. Gate ist sowas wie ein Tor, ein Schalter. Und das sind jetzt diese 8 Cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese JI89, dieses Ding hier vom User Interface, ist das hier, dieser eine. Und dieser eine wird verteilt auf diese 8 Cores, auf diese 8 Cores, auf den J89. Das sind diese 8 Micromatch-Header, diese Anschlüsse. Und das hier, diese Pfeile da, J89SI, ist auf alle J89SI angeschlossen. Im Prinzip könnte man das Kabeln legen, sternförmig. Dahin ist es angeschlossen, dort ist es angeschlossen, dort ist es angeschlossen. Das ist nur, damit es einfacher zum Anschauen ist. Das User Interface ist auf alle diese Gates verbunden und diese Gates werden ein- oder ausgeschaltet durch diesen Kontaktpin hier. Man könnte jede Line unabhängig umschalten, aber wir fassen das zusammen und wir schalten alle gleichzeitig. Ich drücke hier einen Taster. Dann könnte man sich da so eine Linie vorstellen, die dann den einschaltet und nachdem ja alle anderen ausgeschaltet werden, werden alle anderen ausgeschaltet. Das ist so die Grundsatzidee. Das Problem vermutlich ist folgendes, dass alle anderen Cores trotzdem noch den digitalen Input, die Shift-Register, die da drauf sind, auf die horchen, was da daherkommt. Und auf einmal kommt nichts mehr daher oder irgendwas floatet oder irgendwas passiert. Ne? Man kann es nicht voraussehen. Dann habe ich einen Kontakt gemacht. Ein Kontakt folgendermaßen ist, das zeige ich jetzt da oben, dann ist es einfacher dargestellt mit einzelnen Linien. Ich drücke an Taster und der erste wird aktiv, alle anderen werden deaktiv. Ich habe jetzt nur zwei so Cores dargestellt. Wenn der erste aktiv wird, passiert eben genau das, dass das da aus- und umgeschaltet wird. Der wird eingeschaltet, der wird ausgeschaltet. Das User Interface schaltet von diesem auf den nächsten. Damit aber der zweite Core aufhört, auf diesen Micromatch-Header zu hören, was auch immer da daherkommt, man weiß es ja nicht, man kann nichts ausschließen und was auch passiert während des Schaltens und so weiter, sage ich meinem Mikrocontroller, jeden von diesen Cores bekommt auf einem Pin ein Signal, Low oder High, ein oder aus. Wenn er da ein Low bekommt, dann schaltet er alle Routinen, die mit J89, mit diesen Dings aus. Er schickt nichts mehr raus und er reagiert auf nichts mehr, was reinkommt. Und das passiert hier. Dieser Micromatch 10 Header wird sternförmig angeschlossen. D0 wird auf den Core 1, auf diesen J10 angeschlossen. D1 geht auf den Core 2. Und wird auf dem Jumper 10 Pin 0 angeschlossen
Jumper A 10.0 und der zweite auf dem dritten, vierten, fünften, sechsten, auf alle acht Mikrocontroller wird er angeschlossen. Das ist die Geschichte, was hier passiert. Und das passiert relativ augenblicklich. Wenn ich da umschalte, der war aktiv, dann schalte ich da nochmal den Taster, wird der zweite aktiv, der andere wird deaktiv, der erste Core bekommt ein Signal, hey, hör auf zum Horchen, hör auf zum Schicken, während der andere das Signal kriegt, fang an zu horchen, fang an zu schicken. Jetzt ist natürlich folgendes, das ist ja ein Programmcode im Mikrocontroller. Der PIN, der wird ja in einem Zeitraum abgehorcht, ob sich der Status ändert. Und das sind Zyklen vom Programm, was durchlaufen. Braucht Zeit. Und bis der das umschaltet, dass er aufhört mit dieser Routine und das aufhört zum Senden, das braucht immer Zyklen, Programmzyklen. Das heißt, es gibt ein Delay. Währenddessen ich aber hardwaremäßig fast augenblicklich das Gate umschalte. Das heißt, der schaltet schon um, während er da noch mein Shift-Register abtastet. Das ganze User-Interface abtastet, obwohl gar nichts mehr da ist. Ich brauche ein Delay. Okay. Das heißt, augenblicklich soll er aufhören zum Horchen, aber das User-Interface soll verzögert umschalten. Wenn ich hier umschalte, reagiert das Core sofort und sagt, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Augenblicklich auf beim ersten Core zu hören. Und ich schreibe natürlich ein Programm rein, dass wenn der erste augenblicklich da den Signal bekommt, hey, warte im Programm ein paar Zyklen, bevor es den aktivierst. Also das Ausschalten ist analog delayed, das ist das da. Und das Einschalten ist digital delayed. Das heißt, schalte erst noch ein paar Zyklen wieder ein, zu horchen, weil das braucht jetzt Zeit und so weiter und das braucht jetzt Zeit. Okay, nochmal um das Szenario nochmal zu sehen. Der erste war aktiv, der nächste wird aktiv. Der erste wird sich ausschalten, das erste Mikrocontrollerboard und das nächste einschalten. Ich drücke praktisch drauf. Was passiert? Das schaltet sich aus, der zweite schaltet sich ein. Was passiert? Augenblicklich reagieren die Cores, schalten alles aus. Der zweite Schritt ist aber das analoge Delay und das ist folgendes. Hier wird eine Spannung angelegt, nachdem vorher nichts war. Und das im Prinzip ist die eigentliche Delay-Schaltung. Das ist ja der Eingang vom Gate, linke Seite, und rechts ist das Ausgangsgate. Und der würde das User-Interface auf den Mikrocontroller umrouten. Jetzt habe ich natürlich angelegt eine Dauerspannung von 5 Volt beim Gate-Eingang. Und diese Ausgänge werden dann geschalten mit nämlich 0, wenn da nichts drauf ist, oder irgendwas unter 2,5 Volt, 0, oder wenn eingeschaltet, 5 Volt. Und schaltet praktisch zwischen 0 und 5 Volt diese Gates um. Das ist die Idee. Was ist dann aber das Delay? Ab einer gewissen Spannung, normalerweise wenn das 5 Volt Chips sind, ab einer gewissen Spannung, also 2,5 Volt ist High, 0 und 1, ab 2,5 ist 1. Und unter 2,5 Volt ist 0. Das ist so die Idee. Das heißt, wenn am Anfang nichts da war, 0, ist logisch, das geht, das ausgeschaltet, keine 5 Volt gehen da durch. Wenn ich einen Strom einschalte, der Kondensator entladen ist und der Kondensator muss sich erst laden. Die Ladespannung, die hier ist, ist immer gleichzeitig auf dem Gate-Eingang auf den Steuersignal. Das heißt, am Anfang ist 0 und wird langsam sich auch hochgehen bis zu einem Punkt, wo die Steuerung sagt, hallo, einschalten. Und dann bleibt es auch da drauf. Dann ist er geladen und passt. Es ist praktisch eine Einschaltverzögerung. Das ist das Delay. Es gibt aber auch Ausschaltverzögerung, weil wir haben ja gesagt, zuerst das war der eingeschalten und jetzt ist der eingeschaltet, der zweite. Was passiert jetzt eigentlich mit dem ersten? Da wird sich der Kondensator entladen. Durch diesen 100K Widerstand, das dauert auch seine Zeit. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass diese Werte so zusammenpassen, dass sie sich schneller entladen als aufladen. Damit, das Wichtigste ist ja, dass der alte, die alte Core, die früher mit dem User Interface verbunden war, zum Beispiel das erste war mit dem User Interface verbunden, dass das sofort, möglichst sofort abgekapselt wird und dass mit ein bisschen an Delay das zweite angestöpselt wird. Also der folgende Vorgang passiert, nochmal ganz kurz,
Ich schalte den Taster ein, drück drauf, schalte vom ersten auf den zweiten. Augenblicklich über diesen Micromatch ohne Delay auf die Mikrocontroller-Boards, auf die einzelnen, wird der Pin Low oder High geschalten. Das passiert ziemlich augenblicklich, haben aber ein Delay im Programm gezwungenermaßen, weil dieser Pin ja abgetastet werden muss und das Programm etwas machen muss, damit sie intern ein Core horcht oder nicht horcht. Das heißt, da gibt es ein bisschen ein Delay. Dieses Delay wollen wir ausgleichen mit diesem Hardware-Delay. Schaltet ein neuer Mikrocontroller auf sein User-Interface um. Das passiert relativ langsam, dass der neue reagiert so in der Richtung. Und der alte, den wir trennen vom User-Interface, der geht relativ fix, wird der ausgeschaltet. Das machen halt dann die zwei Delays, Ladezeit und Ladezeit. Jo, und warum ich dann noch ein Gate dazwischen geschaltet habe und nicht ein Vierfach-Gate und nicht ein Einfach-Gate, ich brauche ja auch, um die Ausgangsstatus des Counters darzustellen, 8 LEDs auf der Frontplatte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das User-Interface steuert zum Beispiel jetzt den 8., weil die 8. LED brennt, den 8. Mikrocontroller. Und oben gibt es eine Taste, wo ich durchschalte. Das ist der gleiche Ausgang ist gespiegelt, also das Schaltsignal wird gespiegelt auf 4 Ausgangssignale. Und das gleiche Schaltsignal reagiert natürlich auf die internen Umschaltungen der J89 auf die internen Buffer. Ich habe aber auch ein drittes und viertes. Und die gebe ich auf einem weiteren Anschluss zur Erweiterung des Boards. Es gibt ein weiteres Board wie dieses. Und das ist ja die Expansion jetzt, also die Erweiterung. Ein weiteres Board, wo nur dieser Teil hier, drauf ist. Gesteuert nicht durch diesen Counter, nicht durch diese Buffer, sondern durch diese Pins, die ja schon mal gebuffert worden sind. Die Idee ist folgendes, dass statt diesen User, also ein weiteres Board, das gibt, 1 und 2, zwei weitere Boards, auf dem ersten Board zum Beispiel, dass die LCDs umgeschaltet werden, die ja diese sind, die ja hier angeschlossen werden, Mikrocontroller, müssen natürlich auch aufgeteilt werden auf die einzelnen Mikrocontroller, damit das funktioniert. Hier könnte man sich also die Displays vorstellen und hier wieder die gleichen LCDs, nur ein anderes Board. Und die Steuerung erfolgt eben, dass es dort auf diesem Port, auf diesem neuen Board, das man eben da drauf steckt oder daneben montiert, dass es eben genau das auch wieder gibt, das Schaltsignal, das umschaltet. Diesen Header gibt es eben auf dem zweiten Board auch. Das ist so die Idee dahinter. Und ein zweites natürlich auch noch, damit man weitere GPUs umschalten kann vom Board. Das ist so die Idee. Und das war es auch so ziemlich.